Hey Leute, willkommen zu einer Folge von Bloons Adventure Time. Im letzten Video bin ich ein bisschen verzweifelt, weil ich ein paar Maps auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen musste und die Maps waren zu schwer für mich. Ich habe da ein bisschen versagt und im Video heute will ich dann bestenfalls mal nicht versagen. Wir haben im letzten Video aber natürlich trotzdem eine neue Figur freigespielt. Und zwar, wie heißt die? Cassie? Ich will jetzt Admiral Brickell sagen, was ist ja Cassie. Und zwar haben wir eine neue Cassie freigespielt, die ein bisschen stärker ist, die Flugzeuge beschwören kann und so weiter. Die will ich mir auf jeden Fall gleich mal angucken. Eine goldene Kiste haben wir noch gekriegt für eine Quest. Das Spiel ist übrigens ein Spiel, was von den Machern von Bloons Tower Defense 6 gemacht wurde, in Zusammenarbeit mit Adventure Time. Es ist ein bisschen wie Bloons, aber es hat viel mehr Rollenspielelemente. Zum Beispiel kann man halt Figuren aufleveln, man kann gute Gegenstände für die finden und so weiter. Und ich mag den Rollenspielfaktor eigentlich. Zum Beispiel hier haben wir eine Kugel. Da kann was Krasses drin sein, zum Beispiel ein Schwert. Ich mach die Kirsche mit. So, jetzt rotiere ich auch mal dann die neue Einheit rein, Kommandantin Cassie. Geht halt auch nur, wenn Wasser in der Nähe ist. Also es ist ja auch jetzt nicht perfekt. Auch hier, ach, hier, die kann die Fliege auch als Verbündete haben. Okay, machen wir das so. Und ich rotiere mal den Eiskönig raus. Weil der ist ja fast Level 3. Was lernt er dann für eine Fähigkeit? Der Eiskönig schießt noch mehr Eisbolzen. Ich mache kurz mal testweise raus. Also der hat hohe Chancen, wieder zurück zu rotieren. Aber ich will Kommandantin Cassie auch mal rein rotieren. Zur Gruppe hinzufügen. So, ich level sie auch mal auf, dass sie Level, keine Ahnung. Die andere Cassie spiele ich ja nicht. Ich baller mal alles rein. So, Level 3. So. Jetzt lernt sie dann Bluntonium-Spitzen. Spritzen. Cassies Angriffe fügen mehr Schaden zu und können jeden Blut. Hör ich auch mal für Max einen neuen Verbündeten aus. Und zwar den hier. Und wir können Sai aufleveln auf Level 3. Dadurch kann sie jetzt eine Blendgranate werfen. Ui. Okay, nice. Neue Figur, wir gucken einfach mal, was sie zu sagen hat. Ist eine schwere Map anscheinend, aber gleich wird es rumsen. Feuer, haha. Was für ein Schlag. Cassie, das kann doch nicht sein, oder doch? Ich verwette meine letzte Dublone, dass er es ist. Warte, was? Wer? Ich glaube, die Explosionen kommen von unserem Freund, C4 Charlie. Ja, wir kriegen das Kontrolle. Er ist echt erregbar, keine Sorge, Jake. Er ist eigentlich wie Dynamit. Holen wir ihn uns. Gut, holen wir ihn uns. Drei Maps. Wir müssen nur drei Maps machen. Und ich kann es auf jeden Schwierigkeitsgrad machen. Let's go. Wir machen das dann. Komm, wir machen schwer. Schwer reicht. Und das ist Wasser auf der Map. Das heißt, wir können auch Kommandantin Cassie sehen. Okay, die Ballons kommen von da. Gehen darum. Okay, sieht edel aus. Die kostet aber 2800, Kommandantin Cassie. Ui. Ui, na gut. Geht klar. Die Map ist leicht. Alles gut. Ah, sehr gut. Nach der letzten Folge war ich mich echt so ein bisschen, oh Gott, kriegen wir überhaupt was hin? Aber wenn die Maps leicht sind und das leicht alles freizuspielen ist, ist das natürlich perfekt. Gaszauberer will ich natürlich auch sehen. Beamo will ich auch mal sehen. Die wechseln immer die Richtung. Die kommen manchmal von rechts und die kommen manchmal von links. Also, okay. Da muss ich Finn links hinstellen. Aber ich glaube, was da rauskommt, kill ich sowieso recht früh. Okay, dann mache ich jetzt noch Faustbruder und dann sparen wir und dann hauen wir die Cassie raus. Die krasse. Wir haben's gleich. Ja, so jetzt. Ich mach sie dann mal hier hin. So. Also sie hat da oben eine. Sie schießt auf jeden Fall. Und jetzt werden wir sie skillen. Erhöhte Reichweite, machen wir mal. Nochmal erhöhte Reichweite. Sie kann eine Tarnung sehen. Sie verschießt hier zielsuchende Raketen. Und jetzt kann sie noch lernen, dass sie halt Flieger losschickt. Was ich spannend finde. Das machen wir mal so. Und das machen wir jetzt so. Bam. Sie hat globale Reichweite. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Ganz ehrlich, das ist richtig, richtig nice. Und sie kann Tabellungs angreifen, also eigentlich ein guter Deal. Okay, jetzt will ich aber auch mal den Graszauberer raushauen. Weil ich denke, wir sind jetzt ein bisschen safe gegen Tabellungs. Also wenn die Tabellungs killt, dann müssen wir wahrscheinlich safe sein. Ich hau den mal raus. Boah, ist der fett. Okay, wir machen mal hier. Verzauberte Gras kann mehr Bloons platzen lassen. Ruft so Gras auf dem Boden, das greift dann an. Also er ruft quasi Dornen, sehe ich das richtig? Und dann kann er nachher Dornen beschwören, die auch Moabs Schaden machen. Okay. Verbessere ich hier nochmal. Komm, ist stärker. Mehr Flugzeuge, okay. Schießt bei jedem Angriff drei Pfeile. Ich skill sie mal durch. Das ist ja vielleicht stark genug. Zur Absicherung mache ich vielleicht noch den hier, dass der dann halt alles schrumpft. Ich weiß aber nicht, wo halt alles rumgeht, deswegen spare ich vielleicht noch, aber ich verbessere einfach mal. So. Ich habe mal alles in Cassie von der Verbesserung. Ananasbomben. Einfach noch ein Flieger. Okay. Ich mache noch einen Flieger. Ich weiß nicht, ob das stark ist. Ich gucke einfach mal. Ob wir damit einen Moab hinkriegen. Wenn wir jetzt gleich den ersten Moab easy kaputt kriegen, ist alles gut.
Wenn nicht, dann würde ich eventuell noch dann unseren Moab Special Killer beschwören, weil der kann die halt one-shotten. Abracadaniel, deswegen warten wir kurz noch. Runde 42 ist dann wichtig. Nee, lebt mir zu lange. Lebt mir zu lange. Abracadaniel, dein Job. Mach mal da hin. So. So. Stärkste, okay. Jetzt gilt's. Ich könnte was raushauen. Abracadaniel hat aber aufgeräumt. Das war easy. Es war jetzt zwar sehr viel auf einen Haufen auf der Map, aber das war sehr gut und leicht machbar. Und Cassie war in Ordnung. Also, globale Reichweite ist nice. Den Moab hat sie auch gut Schaden gemacht eigentlich. Das war okay. Okay, Level 26, let's go. Map Nummer 2. Wir haben ja kein Wasser, oder? Oder ist das Ende Wasser? Na gut, dann mache ich einfach... Das sieht aber dann... Ist das nicht easy? Weil ich kann jetzt einfach da oben... Na gut, das ist easy. Maps, die schaffe ich im Schlaf. Wirklich. Wenn da so ein Knick ist und so weiter und ich ein bisschen Platz habe, ist das alles wirklich ganz easy machbar. Zumindest auf den Schwierigkeitsgrad. Wobei auch... Das würde ich auch auf dem höheren schaffen, ehrlich gesagt. Die allermeisten Maps haben halt nicht mal Wasser. Und wenn da Wasser ist, ist das manchmal auch in einer schlechten Position. Also ist einfach wirklich sehr schwer, sie sinnvoll einzusetzen. Wenn es auf jeder Map Wasser geben würde, wäre das natürlich eine andere Geschichte. Aber gibt es halt einfach nicht. Und deswegen ist es ganz oft so, dass ich sage, ja, Cassie, macht eigentlich keinen Sinn. Auch jetzt würde ich sagen, macht eigentlich auch keinen Sinn. Wozu soll ich sie mitnehmen? Wenn sie auf den meisten Maps halt gar nicht mitkämpfen kann. So, es ist ja nur damit sie eine Teilnehmerurkunde sich an die Wand hängen kann, sehe ich nicht den Sinn. So, ich hau's mal kurz hier die raus. Boom. Beschwör mal deine Candy-Schützen. Und... Was mache ich jetzt? Ich würde ganz gerne noch ein paar mehr neue Einheiten zeigen. Habe ich noch irgendwas Neues? Die Blendgranate ist neu, die habe ich noch nicht gezeigt. Ansonsten, die Fliege haben wir ja schon gesehen. Den Waldgeier haben wir auch schon gesehen. Der beschwört halt wirklich die Dinger da auf dem Boden. Na komm, wir machen nochmal. So. Ja, seht ihr? Da rechts. Er beschwört Gras auf dem Boden, was wehtut. Also er beschwört einfach Dorn, wenn man so will. Das... ist stabil, okay. Jetzt machen wir Psy und wir leveln jetzt mal Psy komplett durch. Dass sie jetzt die Blendgranate lernt. Wo gibt es die denn? Wo muss ich das skillen? Blendgranate, du bist... Da unten, okay. Also Zeichen des Todes, da und da. Let's go. Ah, ich brauche auch Mehrfachwurf dafür. Es ist eine Kombination aus beiden. Ah, ja gut, ich skill sie dann eh durch. Das ist irrelevant. Aber gut, sah auch ein bisschen zu leicht aus. So, jetzt kann ich Blendgranate skillen. Kostet 1500. Sparen wir jetzt da drauf und dann machen wir das. Könnte fett sein. Könnte fett sein. Aber ist auch eine sehr interessante Taktik, was ich jetzt mache. Wir haben die Stacheln von Psy. Wir haben von Waldgeist das Gras auf dem Boden, was weh tut. Ist auf jeden Fall sehr stabil. Gegen Kleinvieh. Gegen was Fetten wahrscheinlich nicht. So, Blendgranate. Auch Sammelungs angreifen kann. Machen da einmal. Und ganz, das müsste doch jetzt reichen. Also ich würde sagen, das müsste in der Theorie reichen, um Runde 100 zu schaffen. Ich spare den jetzt mal kurz und verbessere den ein paar Mal. Weil wir können ja auch verbessern, dass der damit Moorblumen Schaden machen kann mit dem Gras auf dem Boden. Und dann nehmen wir das einfach mal mit. Ist natürlich teuer, kann nach hinten losgehen, weil es 2500 kostet. Aber ich denke, das ist stabil genug. Und wir haben auch die Blendgranaten und alles und da haben wir ja auch Feuerkraft und so. Das geht, denke ich, klar. Ich kann dann auch mal hier ein bisschen verbessern von mir aus. Wenn die so weit kommen, ist ja dann auch okay. Ich will nur, dass Psy die halt betäubt mit der Blendgranate, weil die haben wir noch nie in Aktion gesehen. Also vielleicht wirft sie eine Blendgranate. Wirft sie eine Blendgranate? Dieses helle ist so einfach der Todes... Todesanimation, oder? Oder bin ich blöd? Jetzt kommt ein Moab. Blendgranate. Da sehe ich nicht mal. Okay, Runde 45. Können wir sehen. Blendgranate. Blend... Das ist doch auch keine Fähigkeit. Hä? Haust doch mal raus, Psy! Sei doch nicht so schüchtern. Was da gerade war, ein Bang. Wurde angezogen. Level abgeschlossen. Ja, es hat bestimmt was gebracht, aber ich habe es nicht so richtig wahrgenommen. Kann auch einfach sein, dass ich lost bin. Und die halt krass betäubt waren. Weil ich habe jetzt eher nach einer Animation geguckt und nicht nach wirklich Betäubung. Also, vielleicht war ich auch einfach lost. Was? Moment. Story. Charlie. Max, Moment mal. Diese Spiegel sind verflucht. Wenn du in die Spiegel schaust, wird was Schlimmes passieren. Was? Warte, das ist nicht Charlie? Was ist das? Hä? Also greift uns dann die böse Version von Charlie auch an? Ah, ja, okay, ich verstehe jetzt, warum es vier Wege gibt. Oh Gott, sind die schnell. Gott, sind die schnell. Der kann da oben nicht angreifen, warum nicht? Da hatte ich jetzt mit Finn. Der ist auch stark, der kann auch ein paar Dinge reißen im Leben. Der saved auf jeden Fall die Seite da so ein bisschen.
So, Kenny-Schützen für sie. Die beschwört die da jetzt schon mal. Der fetzt da jetzt alles weg. Jetzt machen wir Schleimi vielleicht auf die linke Seite dann. Hier so. Jetzt da, okay. Er kann ja auch da oben mit angreifen. Ich skill ihn mal, dass er mehr Schaden macht, nichts Nutzes ist. Okay. Und die Seite sieht dann auch safe aus. Das ist doch nice. Das ist doch very nice. Let's go. Okay. Inzwischen. Ja, ich skill's einfach mal. Wir brauchen das Geld. Wir brauchen das extra Geld. Vor allem regeneriert man ja auch mit Faustbruder Leben. Will ich einfach mal mitnehmen. So, boom. Und vielleicht mit der Prinzessin Bubblegum kann der dann auch da angreifen. So, wir brauchen auf jeden Fall links noch was. Aber rechts brauchen wir auch noch eine Verbesserung. So eine Kleinigkeit. Ich glaube, er ist eine Kleinigkeit. Oh, ist der schlecht. Er ist so schlecht manchmal, ey. Gut, auf der linken Seite würde ich ganz gerne sie raushauen. Boom. Auch wenn das jetzt von unten kommt gleich, kriegt ihr hin, ne? Dankeschön. So, sie können jetzt auch der Tamalox angreifen. Ihr kriegt es nicht hin. Oh Gott, ich habe kurz eine Kraft eingesetzt, damit wir mehr Leben haben. Die rechte Seite ist ja einfach Schmutz. Schmutz. Habe ich noch was Krasses, was ich rechts hinhauen kann? Ich kann sparen für den Superhafen, den er hinhauen, aber... Na gut, mein Team ist ja sehr teuer. Das ist natürlich dann ein Nachteil. Aber das ist ja Schmutz. So, machen wir es mal so. Dass die geboostet sind, wir machen mal das. Stärker, stärker. Mein Team ist zu teuer. Ich hätte irgendwas Günstiges noch statt Cassie haben sollen. Weil die kann ja auch nicht stehen. Jetzt will ich die linke Seite. Wow, 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 wow. Zack, ihr. Na gut. Da verbessern wir jetzt hier dann die Feuerprinzessin. Müsste eigentlich klar gehen. Ihr seid ja auch alle fast schon relativ weit geskillt. Also ihr seid ja relativ weit geskillt. Ihr kannst überhaupt Probleme machen. So. Ich habe ja noch Verbündete, die ich beschwören kann. Ich schwöre hier dann mal unseren Grasfreund. Den Grasfreund verbessere ich auch mal. Ah, nee, es kostet 2,5. Kommt dann der Moab von unten? Ohne 2. Der kommt dann. Ah, der kommt dann oben. Der kommt dann oben. Der kommt oben. Gut, dann verbessere ich mal da. Verbessere ich mal da. Wenn ich weiß, dass er von oben kommt, kann man ja damit arbeiten. Dann mache ich mal da. So. Weil der kommt in Runde 42 und in Runde 45 an. So. Okay, wow, das ging trotzdem nicht so richtig gut klar. Ich verbessere mal hier. Laseraugen. Och, come on. Haben wir da getankt. Weil unsichtbare Bleibung, konnten die da nichts gegen machen? Aber warum nicht? Ihr enttäuscht. Stefan, jetzt geht's. So, war mein Fehler. Okay. Daniel schrumpfte aber fleißig. Ging jetzt auch klar. Okay, Runde 45. Daniel verkaufen, andere Seite. Nee, es macht keinen Sinn. Ich schrumpf die einfach. Ah, ne, es kommen jetzt noch welche. Nein, 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 nein. Und kann ich die Zeit anhalten? Ich gebe immer allen den Boost. So. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss schneller sein, ich muss schneller sein, ich muss schneller sein. Komm, komm, komm. Komm. Boah, okay. War das schlecht. War das schlecht. Aber wir haben uns ja durchgemogelt und wir haben es geschafft. Wir haben ihn befreit. Nee, das war mal ein Schlag. Wir haben uns gesehen. Boom. Ja, komm, du musst runterschalten. Jack gefällt das. Aber C4 Charlie, darf ich dich Held nennen? C4 Charlie ist ein bisschen anstrengend, glaube ich. Vorteil, Explosionsschaden. Nachteile, kann keine schwarzen Blunts platzen lassen. Ist aber gar nicht so problematisch, finde ich. Noch ein Level up. Wow. Und jetzt gibt es, glaube ich, nur noch eine einzige Figur, die wir freispielen können, ohne Geld auszugeben. Ich nehme mal den mit, komm. Der kann Blunts zurückschlagen. Komm, 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 kleiner Racker. Okay, aber jetzt, den Charakter hier zum Beispiel, erfordert Jägerin Marceline, habe ich nicht. Er kostet 10 Euro. Und das Spiel ist zwar kostenlos und vielleicht mache ich das auch noch und gebe halt Geld aus, aber erstmal gucken wir uns C4 Charlie an, was er so kann. Okay, er kann auf jeden Fall Moabs dann Schaden machen. Also er ist im Grunde der lebende Bombenturm. Gesperrt durch Moabschläge. Ja, ich verstehe, die blocken sich gegenseitig. Okay, aber er kann entweder Moabs viel Schaden machen oder halt Kleinvieh. Ja, vielleicht rotiere ich immer rein. Aber gut, den gucken wir uns in der nächsten Folge an. Uns fehlt jetzt nur noch der Riesenball von den kostenlosen Einheiten. Den würde ich dann freispielen. Dann würde ich ganz gerne halt noch ein paar Dinge noch zeigen im Spiel. Aber zum Beispiel den Pinguin für 30.000 verbessern. Ich würde auch ganz gerne noch den Superaffen einmal zeigen in seiner krassen Form. Weiß ich nicht. Na gut, aber dann sehen wir uns auf jeden Fall noch zur nächsten Folge zu 100%. Und dann würde ich aber sagen, Leute, Dankeschön fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Bis dahin und ciao.